Das herkömmliche Stromnetz liefert zuverlässig Strom, meistens jedenfalls. Wenn jedoch Naturkatastrophen oder technische Probleme das Netz bedrohen, können die daraus resultierenden Stromausfälle katastrophal und kostspielig sein. Unternehmen und Versorger arbeiten zusammen, um widerstandsfähige, flexible Stromsysteme, sogenannte Microgrids, aufzubauen. Microgrids sind kleinere, lokale Stromnetze, die an ein zentrales, nationales Netz angeschlossen werden können, aber auch als eigenständige Systeme funktionieren. Sie werden in Krankenhäusern, Rettungsdiensten, in der Industrie und überall dort eingesetzt, wo die Stromversorgung nicht unterbrochen werden kann. Sie sind zuverlässig, anpassungsfähig und widerstandsfähig. Sie sind darauf ausgelegt, die Verbraucher auch bei Naturkatastrophen und technischen Problemen unterbrechungsfrei mit Strom zu versorgen. Microgrids sind die Zukunft der Energieinfrastruktur. Sie können problemlos erneuerbare Energien einbinden und die Versorgung der Verbraucher effizienter gestalten. Das Microgrid-Trainingssystem von Lukas Nülle umfasst bis zu 4 Synchrongeneratoren zur Nachbildung eines Microgrids und kann mit erneuerbaren Energiequellen erweitert werden. Ein kleines Microgrid kann aus einem einzigen Generator gebildet werden. Im Inselparallelbetrieb übernimmt dieser Generator die Rolle des Primärsystems und gibt für weitere Generatoren die Frequenz und Spannung vor. Die Sekundärsysteme sind weniger komplex und müssen mit dem Primärsystem synchronisiert werden. Jede Arbeitsstation benötigt einen Steuerrechner, auf dem die SCADA-Schnittstelle läuft. Die Geräte von Lukas Nülle lassen sich leicht einrichten. Die Verdrahtungsanweisungen für alle Experimente sind in den jeweiligen Labstoff-Kursen zu finden. Für die Verkabelung werden Sicherheitsmesskabel und Anschlussstecker verwendet. Als nächstes zeigen wir Ihnen, wie Sie einige der Geräte konfigurieren, um die Kommunikation mit der SCADA-Software herzustellen. Um das Microgrid zu steuern und zu überwachen, muss die Kommunikation zwischen den intelligenten Geräten und der SCADA-Software konfiguriert werden. Als Beispiel zeigen wir hier, wie man die IP-Adresse des Generators HMI konfiguriert. Navigieren Sie zum Menü Einstellung und rufen Sie die Option Kommunikation auf. Stellen Sie die IP-Adresse mit Hilfe des Pfeils und der Plus-Taste ein. Vergewissern Sie sich, dass sich alle anderen Geräte und der PC im selben Netzwerk befinden und eine eindeutige IP-Adresse haben. Nachdem wir die Hardware vorbereitet haben, sollten wir die Kommunikation mit den Geräten mit Hilfe des Programms SCADA für PowerLab konfigurieren. Öffnen Sie die entsprechende Schnittstelle und rufen Sie den Gerätemanager auf. Stellen Sie nach und nach die Adressen der Geräte ein oder wählen Sie die richtigen COM-Ports aus. Eventuell sollte auch der SCADA Remote Control Server oder Client eingestellt werden. Durch Drücken des Startbuttons kann die Kommunikation mit den Geräten hergestellt werden und die Experimente können beginnen. Dies war das erste Video unserer Microgrid-Serie, in dem wir die primären und sekundären Systeme, die Verkabelung, die Kommunikationseinstellung der Hardware und das SCADA für PowerLab zeigen. In den nächsten Videos erfahren Sie mehr über die Möglichkeit der automatischen Synchronisierung und die verschiedenen Betriebsmodi des Microgrids.